Und wir haben das. Oh, a wonderful Christmas. A wonderful Christmas time. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute, auf diesem Kanal. Und wir kommen mal wieder zu einem gruseligen Video. Heute mal kein Weihnachtsvideo. Aber morgen geht's weiter. Deswegen lasst auf jeden Fall schon mal 1000 Likes da und abonniert diesen Kanal, meine ich. Weil morgen werden wir uns höchstwahrscheinlich ein Happy Meal bestellen. Wenn ihr Bock habt, dass wir uns ein Happy Meal bestellen, dann schreibt bitte mal in die Kommentare Hashtag Happy Meal. Warte mal, ich brauche mein Handy dazu. Was rede ich denn die ganze Zeit? Okay, da schreiben ja schon extrem viele Leute Hashtag Happy Meal rein. Okay, wenn ihr Bock habt, werden wir uns morgen ein Cringe Happy Meal bestellen. Aber nur, wenn ihr Bock habt. Und heute kommen wir mal wieder zu einem Video von den Alphabet Lore zum bösen F. Ich habe Videos vorbereitet und ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal starten, oder? Okay, Leute, dann lasst uns mal mit dem ersten starten. Ihr seht schon mal die ganzen verschiedenen Alphabets-Lore hier. Wer ist euer Favorite? Und hier werden die Alphabets-Lore. Geht das auch mal los, das ganze Ding? Da haben wir es. Vom Fenster geschmissen. Vom Fenster geschmissen. Ja? Wir haben schon mal das A. Was passiert mit dem A? Oh mein Gott, das arme A. Okay, wir sehen, glaube ich, die Auflösung erst am Ende. Wir haben das C da. Oh mein Gott. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, mit welchen Buchstaben euer Name losgeht. Wir haben das I. Ja. Denkt ihr, sie haben überlebt? Wir haben, oh mein Gott, das ist ja richtig süß. Das P. Okay, da unten steht auch noch so ein Typ einfach nur so da, der denkt sich, warum schmeißt ihr die ganzen Kuscheltiere runter? Und wir haben das F. Oh mein Gott. Der Typ denkt sich was. Okay, Leute, was ist mit den Kuscheltieren passiert? Das sieht man leider nicht. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, was mit ihren, also was ihr damit denkt, was mit ihm passiert ist. Und wir haben ein anderes Video da. Und zwar geht es wieder mal um unsere Maschine. Kuscheltiere aus der Maschine rausholen. Wer von euch ist der Experte? Ja, ich tue mir extrem schwer. Ich war auch hier in Berlin am Rummel gewesen, oder wie sagt ihr dazu? Und ich habe mir wirklich extrem schwer getan, solche Kuscheltiere rauszutun. Und wie ihr jetzt hier sehen könnt, ganz hinten, haben wir auch ein F hier. Wir haben auch ein F hier. Und ich glaube mal, dass er wieder versucht, oder wir versuchen zusammen, dass wir schaffen, das F rauszuholen. Aber erstmal muss er die ganzen anderen Kuscheltiere rausholen. Das natürlich auch ziemlich, ziemlich schwierig ist. Er packt wieder mal einen Dollar rein. Boah, ich hätte, stellt euch mal vor, ich hätte so eine Maschine einfach mal bei mir daheim. Alter, das wäre... Also das wäre, glaube ich, wirklich mein absoluter Traum, Leute. So eine Maschine daheim zu haben. Gebt euch mal. Scooby-Doo. Also er will erstmal versuchen, die ganzen Kuscheltiere zu packen, um sich dann am Ende das F zu gönnen. Squid Game auch. Wen würdet ihr rausholen? Vielleicht Huggy? It's you, Huggy. Huggy, Huggy. Wir sollten ihn vielleicht auch mal wieder, vielleicht auch das F mal wieder im FaceTime anrufen. Wen soll man anrufen? Lasst es mich auch mal gerne wissen. Scooby-Doo? Also er will irgendwie erstmal diesen Scooby-Doo rausbekommen, ja? Leute, es ist so schwer, wie kann er so eine... Es ist unmöglich, sich so eine Maschine herauszuholen. Also einen hat er schon geschafft, ja? Ich glaube, wir spulen mal ein bisschen vor, ob er sich auch das F rausholen kann. Ich glaube, darum geht es ja. Wir haben uns ja öfter schon Videos von den Herren angeschaut. Komm, versuch. Warum geht er nicht gleich auf das F? Er holt sich. Oh. Jetzt stellt euch mal vor. Ja? Ich glaube, der Herr hat diese Maschine daheim. Das kann ganz schön teuer werden, Leute. Wirklich extrem teuer. Gebt euch mal. Auch nicht geschafft. Also ich würde es echt mal versuchen. Komm schon, hol ihn dir. Ah. Also er müsste eigentlich diesen Woody da hinten, ne? Ist doch Woody, neben Huggy. Wie heißt der? Neben Huggy.
erstmal rausholen und dann könnte er auch das F rausholen. Ja? Also es geht ja darum, das F sich rauszuholen. Packt's, er schafft das nicht. Boah, ich hab Bock, diese Maschine auszuprobieren. Habt ihr mal Bock auf einen Flock, auf einen Rummel? Okay, jetzt schau mal, jetzt geht er endlich zum F. Endlich. Also ich sehe es als unmöglich an, das rauszuholen. Die einzige Strategie, die er fahren kann, ist diese Milchtasche rauszuholen oder diesen Typen hier, Marvel, und dann das F zu packen. Das sehe ich jetzt als einziges an. Nochmal zurückzugehen. Nochmal ein Dollar. Krass, schau mal. Der hat schon 10 Dollar locker reingeschmissen und hat das 2 Kuscheltiere rausgeholt. Hagi auch. Okay, wir haben ein bisschen vorgespürt. Aber es geht ja um das F. Ja? Komm schon. Warum holt er sich nicht das F? Das kann doch nicht wahr sein. Warum dauert das immer so lange, Leute? Oh, ich könnte ausrasten vor Spannung. Und? Er hat's. Okay, jetzt komm. Komm, hol es dir. Hol dir das F. Hol dir das F. Komm schon. Komm schon. Und? Er hat es. Er hat... Warum schafft er es nicht? Aber okay, man muss doch sagen, man kann ihm nichts vorwerfen, da das F nämlich, wie ihr sehen könnt, ist es gar nicht so schwer, das Ganze zu greifen. Ja, ist nicht so leicht wie ein Hagi. Ein Hagi ist ziemlich groß, das F ist wirklich nicht so groß. Boah, ich glaube, ich sollte mir auch so ein F als Kuscheltier bestellen. Wäre das eine coole Idee? Und komm schon, komm schon, komm schon. Den. Und? Komm. Es kann nicht wahr sein. Und? Komm schon, der finale Move. Der finale Move. Er hat es, er hat es, er hat es. Ja! Oh mein Gott, er hat das F rausgeholt. Lass das mal anschauen. Heftig. F. Welcher, also wer von euch fängt der Anfangsbuchstabe auch mit F an oder euer Nachname? Heftig. Und wir haben noch mal ein anderes Video, das letzte, das wir jetzt anschauen. Brauchen wir noch mal ganz kurz die Musik dazu, wieder zu unseren Alphabet Friends. Okay. But wait, you gotta give him a tip. How much did I tip him? Also, will den, oh krass, will den 1000 Dollar. You need to give him a 5000 Dollar, will er den zugeben. Also das A scheint auf jeden Fall reich zu sein. Ja, ich bin nicht so reich, aber mein Anfangsbuchstabe geht auch mit A los. Yeah, oh, hier ist 5000 Dollar. Irgendjemand, der Pizzadienst kommt. Open the door for the pizza. Das F ist der Pizzadienst. Yeah, huge tip. Okay Leute, das glaube ich war die teuerste Pizza, 5000 Dollar. 5000 Dollar für eine Pizza. Wer von euch würde es auch ausgeben? Sorry, that's all the tip I had. Pizza time? Alright guys, pizza time. Oh mein Gott, oh mein Gott. Pizza. Ich hab so Hunger. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich hab noch nicht mal gefrühstückt. Pizza. Wer von euch hat auch Hunger? Was ist euer Lieblingsessen? Also Pizza ist wirklich auch eins meiner Lieblingsessen. Das wäre schon richtig geil. I gotta go to the bathroom. Save me 2 slices. All right, sure. Go to the bathroom. Die ganze Pizza. Yeah, yeah, whatever. Wo geht der hin? Holt den Besteck. Pizza. All right. Wie bitte? Er muss auf die Toilette? Also, er sollte vielleicht erstmal die Pizza essen, bevor er auf die Toilette geht, oder? I can't wait to get 2 slices of pizza. Hebt noch ein bisschen Pizza auf und ich wette mit euch, dass die ganzen anderen Alphabet-Friends, Lore, alles aufgegessen haben. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Hundertprozentig. Pizza. Und? Pizza. Was denkt ihr? Pizza. Leute, er hat einfach mal die schlimmste Freundin überhaupt. Pizza. No Leute, ich will sowas niemals machen. Teilt mit euren Freunden die Pizza.
Sorry, ey. We forgot you exist. Sie haben vergessen, dass ihr einfach mal existiert, Leute. Gute Pizza. Leute, ich kann die vollkommen verstehen. Ich bin nämlich auch extrem hungrig. Hey, I forgot. There is still one slice left in the fridge from last year. From last year? Go check if it's still there. There's one slice available from a year ago. Oh, ey, der hat auch so eine geile Stimme, das ey. 2 plus 2 ist? Wie viel 2 plus 2? Ist? Schreib's mir in die Kommentare, ich will sehen. Ist der... 2 plus 2 ist 65. Alter, wie dumm ist das? Ah, oh mein Gott. There's pizza! Oh mein Gott, nein, er wird gefangen bleiben. Die Rainbow Friends haben ihn gefangen. Okay, Leute, das war's gewesen. Wir bringen morgen wirklich ein gruseliges Video, deswegen schickt das Video gerne an 5 eure Freunde weiter. Wir müssen wieder rocken. Und wir sehen uns morgen mit einem gruseligen Video. Das war's, bis morgen.